Hallo Freunde, vor kurzem habe ich mal wieder Louis de Funès angeschaut. Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Habe mich sowas von amüsiert und habe so einen Appetit bekommen auf die Kohlsuppe. Heute kochen wir die mal nach und schauen, wie die schmeckt. Wie viele Beinscheiben für die Brühe, Lorbeerblätter. Erstmal kochen. Kann man also auch Suppenfleisch nehmen. Suppengemüse kommt noch rein, Zwiebel, Knoblauch, Lorbeerblätter, Knoblauch, viel Knoblauch. Nix mehr. Muss ich noch einen holen. Victorinox-Schäler, tolles Gerät. Kommt auch noch alles rein, das Suppengrün. Das sieht aus, wie das schon schmeckt. Immer den Schaum ein bisschen abnehmen. Das sieht nicht so toll aus. Der am Anfang beim Kochen rauskommt. Eiweiß. Eiweiß, ja. Lauch. Sellerie. Da wird sich der Bucklige freuen. Kartoffeln kommen auch noch rein, 5-6 Stück. Vielfältige Kohlsuppe. Wenn wir fast fertig sind, am Ende kommt der Kohl noch rein. Dass der nicht so ganz verkocht. Und das Rindfleisch wird noch in kleine Würfel geschnitten, damit man es schön löffeln kann. Kohlsuppe ist fertig. Jetzt muss ich bloß noch den Buckligen holen und schauen, ob mein Freund schon im Anflug ist. Aber ich probiere es jetzt gleich mal. Oh. Excellent, excellent. Der Bucklige bloß. Das wird wieder Flatulenzen erzeugen.
Adieu.